Moin Moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 18 und es ist wieder soweit. Champions League! Spieltag Nr. 4 gegen die Franzosen aus Nizza. Ja. Da haben wir noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel haben wir knapp unentschieden gespielt, glaube ich. 0-0 oder 1-1? Ich glaube 1-1 war es. Ja, hier genau. Zwei Unentschieden, eine Niederlage und die Niederlage haben wir gegen Tottenham. Im Parallelspiel Real gegen Tottenham. Ist jetzt die Frage, was für uns besser ist. Nee, ich glaube, eine Niederlage von Madrid gegen Tottenham wäre sinnvoller. Und ein Sieg von uns würde uns zumindest mal wieder ins Spiel bringen um Platz 2. Platz 1 ist aktuell, ich möchte es nicht sagen, aber verdammt schwierig. Ja. Wir haben noch alle Optionen, aber heute, da muss. Jetzt muss geliefert werden. Wir haben bisher nur ein einziges Tor in dieser Champions League-Saison geschossen. Das war Ober. Demnach wahrscheinlich mit dem Unentschieden gegen Nizza. Von dem her, schauen wir mal, was sich so ergibt. Ansonsten, ausstellungstechnisch hat sich bei uns nichts geändert. Ihr seht hier, Reus, Ober, Jamolenko vorne. Die Offensive, ich bin ein bisschen überlegen, ob ich auf kurz oder lang Jamolenko durch Pulisic ersetzen soll. Da der doch ein bisschen spritziger ist, was die Dynamik angeht. Da kann man ein bisschen mehr schicken. Aber ansonsten hier, Nizza, wie sind die aufgestellt? Balotelli ist auf dem Platz, das habe ich ja fast nicht erwartet. Dante ist da, ansonsten Mondi, Marien Sarr auf der linken Seite, auch ein Riesentalent. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt beim ersten Spiel. Schauen wir mal, dass wir uns heute ein bisschen besser anstellen. Wir sind zu Hause, wir haben alle Chancen. Jetzt geht's. Also Hannover hat war wieder mal ein gutes Spiel von uns. Weg da! Den Punkt zum Abschluss verpasst. Ja, schade. Aber war eine gute Aktion von Mario hier. War ein bisschen weit weg. Das wollte ich nicht da, also zumindest nicht dorthin. Also ihr seht schon, wir sind hier auf Krawall gebürstet. Aber Weigel kommt nicht hinterher. Was ist da los? Und wenn wir Balotelli natürlich so zum Kopfball lassen, dann könnte es auch für uns irgendwann kritisch werden, ja? Mist. War ich vielleicht ein bisschen zu blauäugig hier in dem Moment? Das könnte die Chance werden. Das war ein super Pass. Uiuiui. Was ist Champions League? Und da geht's richtig zur Sache. Der Ball kommt rein. Verrückt. Ratet mal, auf wen der Ball gespielt wurde. Hä? Ich wollte gerade sagen, hier, Dante mit deinem wuscheligen Haupthaar. Das war ein klares Halten. Faul, brutal, ekelhaft, widerlich. Runter mit dem. Ja, mal ein bisschen die Flügel gewechselt. Und Reus. Oh. Ah, schade. Aber eine gute Chance von uns mal. Oh, der war knapp. Der war richtig knapp. Also die Fans sind bedingungslos wieder hinter uns. Nichts anderes habe ich erwartet. Jetzt geht es für uns einfach nur ein bisschen hier Action. Der Typ ist zu schnell für mich. He is too fast for me. Oh. Ah, Mist, ich hab ihn gar nicht. Jetzt. Und jetzt der BVB. Da wollte ich nicht hin. Nein. Lea. Zum Glück haben wir Goretzka da hinten. Also ich glaube, das war einer unserer besten Transfers bisher. Weigel. Am ehesten eingeschlagen. Ein guter langer Ball. Jetzt mal Goretz. Gut vom Schiedsrichter. Da gibt er Vorteil für Dortmund. Mist. Klasse Technik. Hatte ich mich anders vorgestellt. Also das ist ein schreckliches Deutsch hier.
Was sind denn das wieder für Pässe, liebe Freunde? Und warum ist dieser Mann ungedeckt? Fehler über Fehler. Ja. Das muss schon eine Karte geben. Da wollte ich nicht hin. Hat funktioniert. Da wollte ich hin. Da wollte ich nicht hin. Hat funktioniert. Da, genau so habe ich es mir immer vorgestellt. Nein! Ah, oh, knapp. Schade. Schön gemacht. Jetzt ist hier offen für Jarmolenko. Der kann Reus schicken. Den hat er, hat er, hat er, den hat er, den hat er. Ah, schlechte Flanke. Schade. Äußerst schade. Wenn die Flanke angekommen wäre, das natürlich top gewesen. Dieser Balotelli ist mir da vorne einfach ein Dorn im Auge. Der wirkt so gefährlich. Wisst ihr, was ich meine? Oh, schade, schade, schade. Ah, diese, ich weiß, diese präzisen Schüsse da mit R1 ist das ja immer. An sich immer eine gute Idee, aber gefühlt in diesem FIFA-Teil einfach nicht das Mittel, um... Das war eine starke letzte Saison, ne? Definitiv, Wolf. International war das gut. Dann noch das Pokal. Ja, ja, natürlich. Eine richtig starke Bundesliga dennoch. Was fehlt, ist ein Titel. Das ist absolut korrekt, Buschi. Wir arbeiten dran. Kimmich. Also wir kommen hier extrem durchs Zentrum und können dann immer wieder schön auf die Außen verschieben. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das war nicht gut, Herr Ober. Götze gewinnt das Kopfballduell hier. Was ist denn da los? Und Jarmolenko. Oh, knappes Ding. Ganz, ganz knappes Ding. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. 1 gegen 1. Zum Glück konnte er den so nicht spielen. Das war abseits. Wirklich. Ein umkämpftes Spiel wieder mal. Wir haben gute Chancen. Wenn wir dann natürlich sowas machen, dann haben wir sie nicht mehr. Aber jetzt ist Pause. Und ich, also Jarmolenko ist ja echt eine geile Kante, ja. Aber ich glaube... Oh, Tottenham führt gegen Madrid. Das ist schön. Ich glaube, wenn wir Pulisic auf der Seite haben, können wir da ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlen. Zumal er schneller ist. Heißt, wir kommen einfach über die Speed, über die Flüge dann besser durch. Meine Hoffnung zumindest. Ich hoffe, dass sich das entsprechend so durchsetzt. War das rot? Warum pfeift er denn so? Okay. Ui! Ah, das war schon hart an den Grenzen. Oh, der Hund hat sich auch verbessert. Schön. Mach dich lang, schade. Das wäre ein geiles Ding geworden, glaube ich. Serie. Serie? Was für eine Serie? Oh, ja, ja. Ey! Chiri, der hat mich gehalten. Das ist unfair. Ja, genau. Ich krieg die Karte, also ich bitte dich. Ich bin gut bedient. Richtig hartes Einsteigen. Also, warte. Was guckt ihr denn hier, ey? So, so. Oh, oh. Nein. Herzstillstand. Denselben Fehler habe ich schon gegen Hannover gemacht. Da wurde sich bestraft. Irgendwann ist so ein Ding drin. Okay. Also, er kann deutlich mehr. Da bin ich mir ganz sicher, er wird auf den zweiten Rücken. Jetzt müssen Sie aufpassen.
Nein. Ich war zu schnell. Schade. Bitte was? Okay. Boah, Kimmich mit dem Roundhouse-Kick hier. So werden Bälle geklärt. Ja. Kein guter Ball hier von Ober. Aber wir kommen nicht zu guten Torchancen aktuell. Das ärgert mich ein bisschen. Okay. Das wollte ich nicht. Was soll das? Wo der Hut für Götze? Wir brauchen ein bisschen mehr Stress auf der Innenbahn. Ey! Zumal der Hut, glaube ich, ein kleines bisschen schneller ist auf den Beinen als Götze. Was wieder mal das Tempo nach vorne bringen dürfte. Da wollte ich nicht hin. Das war nicht gut. Jetzt spielen die nach hinten durch. Fass es nicht. Mensch, du, ey. Immer diese Schwalbenkönige hier. Oh, komm, es kann doch nicht angehen, dass wir in der Champions League einfach keine Schnitte haben. Nee, der war wirklich nicht so geil. Muss man einfach so sagen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Wir kommen hier nicht. Ich kann nicht schnell genug ausweichen. Ich bekomme zwar immer an den Ball, aber wenn es dann. Wenn es dann eine Möglichkeit gibt, dann renne ich volle Möhre auf den Verteidiger zu. Das ist doch auch Quatsch. Und Tor! Jawohl! 1:0 für den BVB durch Joker Modahut. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Yes! Unhaltbar. So, jetzt zur Sicherheit noch Guerrero auswechseln auf der linken Verteidigerseite. Wir wollen ja nicht, dass da was schief geht. Oh, schade, Ober. Das war knapp. Oh, Marco, da hättest du das Ding zumachen können. Habe ich. Hier steht es kurz vor Schluss 1:0. Wir blicken schon mal kurz voraus auf die nächste Partie. Ah, Marc Bartra hier mit einem schönen Schüsschen, ne? Jetzt müssen wir nur aufpassen, er fehlt gerade hinten. Und jetzt Reus über den Flügel. Ach, Ober, wieso versteckst du dich immer hinter den Leuten? Das ist doch Quatsch. Schiri? Nee, nee, so nicht. Es ist Druck auf dem Kessel, das spürt man sofort. Oh, traumhaft gelöst, die Situation hier. Ober! Nicht so laissez-faire! Den musst du mit Druck reinballern! Oh, schöner Schuss von Ober hier. Ah, der Torwart
das nicht schlecht. Aber wir haben die Chance zu gewinnen heute. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Und da ist er. Erster Sieg in der Champions League zu Hause gegen OSGCD. Keine Ahnung, Nizza. OGC, OSCG, OSG, OCG, OAG, nee, ich weiß es nicht. Aber unser Joker, Motorhut, ein Schuss, ein Törchen und Reus hätte da fast das 2-0 machen können, was mir persönlich eigentlich recht gut geschmeckt hätte, wie man vielleicht gemerkt hat, er hätte den machen können. Ist jetzt aber zum Glück gut gegangen. Ja, normalerweise werden solche Dinge in der Champions League sehr hart bestraft. Sieg. Ach, ist das angenehm, liebe Freunde. Und jetzt kommt es darauf an, wenn Madrid nicht gewonnen hat, haben wir noch sehr gute Chancen. Von dem her drückt die Daumen. Wir gucken mal kurz rein. Was sagen die Ergebnisse? Tottenham hat 2-0 gegen Madrid gewonnen. Das heißt, Madrid hat 2 Niederlagen, 2 Siege, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir haben 1 Sieg, 2 Unentschieden. Es dürfte nur ein Pünktchen oder so zwischen uns liegen. Wir können ja mal ganz schnell reinspixeln. Einen Moment bitte. Falsch. Richtig. Oh, wir sind sogar vor Madrid. Oh. Das ist natürlich interessant. Wir sind übrigens eine der Mannschaften, die eine ausgeglichene Tordifferenz. Wir hatten 3 Spiele und insgesamt sind nur 4 Tore gefallen. Das ist wenig. Äußerst wenig. Vor allem, wenn wir uns Tottenham anschauen, die hier 7-1 verstehen. Madrid negativ 3, Nizza negativ 3. So schlecht sieht es schon mal nicht aus. Wir haben noch 2 Spiele. Es ist noch in dieser Gruppe nahezu alles möglich. Ich glaube, Tottenham dürfte... Wir haben noch 6 Punkte zu vergeben. Tottenham ist durch. Die haben 12 Pünktchen. Aber da hinten dran, Platz 2, 3, 4. Da kann eigentlich noch alles passieren. Von dem her hoffen wir mal, dass das am Ende gut für uns ausgeht. Wir haben es in der eigenen Hand. Das ist schon mal nicht schlecht. Training kann ich nicht. Ansonsten, dann zeige ich euch mal ganz kurz hier die PK. Was machen wir heute? Wir könnten Carlo Ancelotti ansprechen. Der gute Mann, der noch bei Bayern auf der Bank sitzt in diesem Spiel. Rückspiel. Nein, wir haben kein Rückspiel. Das ist das erste Spiel der Saison. Natürlich ist es Rückspiel wegen, wird also Rückspiel deklariert wegen des Supercups. Aber das ist egal. Ich lobe meine Mannschaft nochmal. Die hat eine gute Arbeit geleistet und ich bedanke mich beim Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, Abo würde mich sehr freuen. Wir sehen uns zum nächsten Spiel. Das Topspiel. Dortmund. Gegen München. Bis dann, macht's gut. Und may the fun be with you.